Liebe Besucher unserer Website, liebe Betrachter unserer YouTube-Beiträge, ich bin Pater Gerhard, Franziskaner Konventualer von Würzburg. Ich bin geistlicher Berater der Marianischen Initiative, abgekürzt MI, die als Miliz der Immaculata vom heiligen Maximilian Kolbe im Jahre 1917 gegründet wurde. Unser Würzburger Kloster ist das älteste Franziskanerkloster nördlich der Alpen. Franziskus schickte schon im Jahre 1221, also 5 Jahre vor seinem Tod, eine Gruppe von Brüdern nach Deutschland, um durch sie den wilden Germanen das Evangelium vorzuleben und zu verkündigen. Die heilige Elisabeth ist eine der ersten großen Früchte dieser Bewegung. Sie war eine der ersten Hörer, die dem heiligen Franziskus ganz und gar nachgefolgt ist. Von Deutschland aus verbreitete sich der Franziskanerorden über das ganze nördliche Europa, auch nach Polen. Und fast 700 Jahre nach Franziskus lebte ein Minorit, der eingetreten ist als Raimund Kolbe dort in Polen, der auf seine Weise in die moderne Zeit übersetzt hat, was der heilige Franziskus eigentlich wollte. Denn er wollte ja nur das Evangelium verkünden. Und damals tat man das, indem man als Missionar ausgezogen ist und gepredigt hat. Aber heute haben wir die Medien, Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen. Und Maximilian Kolbe wollte alle diese neuen Mittel wählen. Als er eintrat, wählte er den Namen Maximilian Maria. Er war sehr intelligent. Besonders die mathematischen Fächer faszinierten ihn. In seinem Studium machte er wiederholt technische Zeichnungen, wie man mit einer Rakete den Mond erreichen könnte. Und später stellten Experten fest, dass diese Zeichnungen gar nicht so dumm waren. Als Pole war Maximilian Maria ein Patriot, aber sein Land war gerade nach dem Ersten Weltkrieg unter 3 Mächten aufgeteilt worden, angeblich um das Mächteverhältnis zu stabilisieren. Doch das Volk der Polen lebt nicht nur auf einer geografischen Fläche, sondern es lebt eigentlich viel mehr aus geistig-religiösen Kräften, die damals noch weit stärker im Volk vorhanden waren als in der heutigen Zeit. Die Gottesmutter von Częstochowa ist der eigentliche Kristallisationspunkt für gläubige Polen, auch heute noch. Die Liebe zur Gottesmutter war im Hause des jungen Maximilian Kolbe selbstverständlich. Seine Eltern waren beide tiefgläubige Menschen. Als Maximilian Kolbe in den Orden eingetreten war, wurde er wegen seiner raschen Auffassungsgabe zum Studium nach Rom geschickt, um dort an der Gregoriana zu doktorieren. Und mit 24 Jahren war er bereits Doktor der Philosophie und 2 Jahre später auch der Theologie. Das einschneidendste Ereignis seines jungen Lebens war jedoch das Jahr 1917, als die Freimaurer im Zug ihrer 200-Jahr-Feier auf dem Petersplatz gegen den Papst und die Kirche demonstrierten. Sie trugen Fahnen, auf denen alles auf den Kopf gestellt worden war. Die Gottesmutter und der heilige Erzengel Michael auf dem Boden liegend, besiegt von Luzifer. Und hasserfüllte Schreie begleiteten diese Demonstration. Und sie riefen hinauf zur Wohnung des Papstes: Bald wird Luzifer im Vatikan regieren und der Papst wird sein Messdiener sein oder sein Schweizergardist. So und ähnlich versuchten sie, den Papst und die Kirche zu schmähen und zu beleidigen. Maximilian stand am Gehsteig und ihn schauderte. Diese armen, verirrten Menschen, dachte er, man muss ihnen helfen, die Wahrheit zu erkennen. Und lange überlegte er, wie er das bewerkstelligen sollte. Dann gründete er im Oktober desselben Jahres
mit 7 Gefährten die Militia Immaculatae, eine Kampftruppe der Gottesmutter Maria der Unbefleckten. Mit Gebet und Opfer, nicht mit Waffen oder irgendwelcher äußerlicher Gewalt, wollte er verkünden und kämpfen. Später unter Zuhilfenahme aller technischen Mittel und besonders auch der wundertätigen Medaille wollte er die Botschaft des Reiches Gottes in alle Welt tragen. Durch die Hilfe der Gottesmutter ganz besonders. Denn ihr ist alle Gnade gegeben für diese Art von Arbeit.